Hallo liebe Freunde der AfD. Ich melde mich jetzt heute hier aus dem Landtag. Wir hatten heute eine sehr außergewöhnliche Plenumssitzung, auf der ja nur ein Fünftel der Abgeordneten überhaupt im Plenum Platz genommen haben. Alles ist dem Coronavirus geschuldet. Wir haben heute eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten gehört, in dem er so weit gegangen ist, dass er sagt, ja, wir müssen mit Ausgangssperren rechnen. Das ändert jetzt natürlich vieles, was man in der letzten Zeit von der Staatsregierung gehört hat. Wir haben im Ausschuss vor 3 Wochen gehört, dass es bei der Einreise nach Deutschland keinerlei Tests geben soll, weil man eben mit Fiebertests dieses Coronavirus nicht nachweisen kann. Mittlerweile sind die Grenzen geschlossen. Man kann Grenzen schließen, anders als man das 2015 bei der Flüchtlingskrise der Bevölkerung erklärt hat. Und ja, wir stehen jetzt hier vor ganz ungewöhnlichen Herausforderungen. Wir haben heute auch die erste Lesung des Infektionsschutzgesetzes im Bayerischen Landtag gehabt, ohne Aussprache. Dieses Infektionsschutzgesetz greift massiv in die Grundrechte der Bevölkerung ein. Und da geht es vor allem um Enteignungen auch im Bereich von Medizintechnik und von medizinischem Ausstattungsmaterial, genauso wie der Einberufung von medizinischem Personal. Wir haben uns beraten, wir wollen aufgrund dieser außergewöhnlichen Lage diese Maßnahmen mittragen, denn sie sind wichtig und richtig. Aber man muss auch dazu fügen, wir hätten noch ein paar kleine Änderungen, die wir am Montag in einer außerordentlichen Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im Bayerischen Landtag einbringen werden. Unser Dank gilt allen, die sich in dieser Krise gegen das Coronavirus beteiligen. Das heißt, alle, die im medizinischen Dienst unterwegs sind, im pflegerischen Dienst unterwegs sind, im Rettungsdienst unterwegs sind, alle, die Nachbarschaftshilfe leisten für Personen, die in Quarantäne sitzen, jetzt nicht mehr einkaufen gehen können, das Haus nicht verlassen dürfen, die ihrem Nachbarn helfen. Diesen Personen gilt unser außerordentlicher Dank. Was wir auch am Montag dann einbringen werden, ist ein Vorschlag, genau diese Personen in Zukunft intensiver auf Corona zu testen. Das erfolgt bislang leider nicht. Wir wollen den Kern des Gesundheitswesens schützen und ja, die Personengruppen, die eben mit Corona-Infizierten Kontakt haben, die mit Personenkreisen Kontakt haben, die in Quarantäne sitzen, in Zukunft intensiver auch auf diesen Erreger hin testen. Das heißt, dass wir hier anregen, dass diese Personengruppen Pfleger, Ärzte, Rettungsdienstfahrer, aber auch Personen, die Kontakt irgendwie indirekt haben mit Personen, die unter Quarantäne sind, dass man diese Leute mit Tests vor Corona schützt und darauf hinweist, ob diese Personen vielleicht auch sich selbst schon infiziert haben. Denn das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn Personen aus dem Gesundheitswesen, im Gesundheitswesen noch weiter aktiv sind und selbst diesen Erreger weiter übertragen. Ich denke, der Leistung, die diese Personengruppen zurzeit für unsere Gesellschaft bringen, gebührt auch die entsprechende Dankbarkeit und der Respekt, und dass wir hier diese Personengruppen nochmal extra schützen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. In diesem Sinne werden wir diese ganzen Maßnahmen konstruktiv, sachlich und pragmatisch weiter begleiten im Ausschuss und nächste Woche wieder in der nächsten Plenumssitzung, wo dieses Infektionsschutzgesetz auch dann nochmal behandelt wird. Und ich wünsche euch jetzt allen, dass ihr gesund bleibt, bleibt zu Hause. Und bis demnächst, dann melde ich mich wieder.